Ja, Hochrad. Ich habe auf irgendeinem Treffen mal so ein Hochrad gesehen. Und dann habe ich den Besitzer gefragt, ob ich da mal mitfahren könnte. Ja, er sagte, ist aber nicht so ganz einfach. Aber irgendwie habe ich das geschafft mit dem Aufsteigen und habe auch ganz gut die Kurve gekriegt. Und dann, seitdem war ich da so begeistert von. Und dann habe ich immer mal gesucht und versucht, so ein Hochrad zu kaufen. Aber keine Möglichkeit. Die sind so selten. Und dann war ich mal auf einem Geburtstag bei einem Bekannten. Und da stand so ein Fahrrad an der Hauswand. Da habe ich gefragt, wem gehört denn das Rad? Ja, gehört mir, sagt er. Okay, ich sage, sowas suche ich schon jahrelang. Sowas möchte ich gerne haben. Ja, sagt er, kannst eins kriegen. Mein Freund, der hat mit mir zusammen dieses Rad gekauft und der will das abstoßen, der will das nicht mehr haben. Ja, ich sage, los, lass uns mal hinfahren. Da sind wir gleich hingefahren, der wohnte nicht weit weg. Und dann habe ich das Ding gleich gekauft. Und habe es 14 Tage später abgeholt mit dem Bulli. Und seitdem fahre ich Hochrad. Ist ein Genuss. Und wie kommt man da drauf? Ja, zeige ich gleich mal. Die Räder, die wurden nach Körpergröße gebaut. Man muss die Schrittlänge angeben. Danach richtet sich die Größe des Rades und des Rahmens. Weil wenn man jetzt hier drauf sitzt, muss der Fuß bis unten auf die Pedale gehen können. Und wenn es hochkommt, darf er nicht höher wie der Lenker kommen. Und das stimmt genau dann mit dem Pedal überein. Alles vernickelt. Lenker, Pedal, alles vernickelt. Die Narbe aus Messing. Ledersattel. Und das Täschchen da vorne vor. Und die Bremse. So, und dann anschieben und dann hoch, hin aufsitzen und treten. Und gleich steige ich ab. So, hier ist eine Pedale, da muss man den Fuß drauf und dann muss man sehen, dass man Schwung kriegt und wenn das rollt, dann hat man Gleichgewicht und dann kann man sich in Ruhe draufsetzen und anfangen zu treten. Ist ein bisschen schwierig das Treten, weil es geht so wie ein Kinderdreirad. Der Lenker ist damit verbunden und wenn man zu stark tritt, dann will der immer hin und her. Aber ansonsten, nur er hat auch so gut wie keine Bremse.